Nee, online ich auch noch nicht gemacht. Ich habe auch jetzt mal nur trocken eingestellt, weil ich mir dachte, Regen brauchen wir jetzt mal noch nicht. Evo. Der PS3-Liga hat sich andere übrigens auch daneben genommen, ne? Keine Ahnung. PS4-Liga. Nee, da... die eigentlich... Naja, das auch, das auch nicht mehr dazu, das war komisch. Okay, Basti, oder was? Ja. Was hast du ihm denn dazu gesagt? Snooki selbst, oder was? Ja, nee, denke mal, ja, Basti hat sich auch beschwert, oder nicht? Hat er gesagt, ja. Aber was da rausgekommen ist, keine Ahnung. Ich warte ja auch noch auf Mainz, was da rauskommt. Ja, mich haben sie gefragt, und am Video, und ich habe das Rapport vielleicht einen Abend noch gezeigt. Er sagte, ja, bei dir sieht man nicht so viel, aber er hat wohl auch mich irgendwie mit in die Beschwerde einbezogen, deswegen wollte das mal eben sehen, aber es wäre ja, da hätte ich ja nicht viel machen können, hat der Rapo gemeint, ja, ich sag, keine Ahnung, ich sag, das müsst ihr jetzt machen. Redest du jetzt von mir oder was? Nee, ja, von unserer, generell, von dem Dreikampf, den wir da hatten, von der Situation, deswegen hat er sich auch beschwert. Wieso lädt er jetzt dieses scheiß Setup nicht? So. Baust du es denn neu? Oh ne, jetzt hat er es geladen. Alter, das ist der Hammer, das Ding, sag ich dir. Da merkst du es jetzt beim Gas geben, wie es Force Feedback angeht. Das war sonst nie so. Mhm. Ja, hat es vorher eine andere Base oder was? Ja, gar kein, das war komplett Lenkrad. Ach so. Warte mal, ich muss ja mal was ein... Ups, die Taste ist falsch. Warte, ich muss ja mal was einstellen. Es wird auf der Strecke. Boah. Fährt denn Friede noch? Bei uns ja nicht. Aber ob der woanders fährt, keine Ahnung. Das ist mir klar, Matt. Boah, wie der sich damals aufgeregt hat, ne? Silvio hat die PN geschrieben und ich war ja auch damals noch mit drin. Ob wir ihn verarschen wollen würden, bla bla bla. Und er wäre so offen gewesen. Er hätte kein Problem damit, anderen Leuten zu zeigen, wie er fährt. Und dann so eine Scheiße. Aber fährt er solche Fabelzeiten? Sag mal.
ja sogar Stefan damals gewarnt, ne? Frau Friede. Okay. Und gesagt, dass er da aufpassen soll. Ach.
lange du da warten musst, bis du Vollgas geben kannst. Das ist eine dreckige Kurve, ey. Welche? Die Stallkurve, die langgezogene links, vor der langen Geraden. Das ist eine Rechtskurve. Ja, halt eine Rechtskurve. Boah, das ist ekelhaft. Ja, die musst du auch wischen. Fährst du mit harten Reifen? Ja. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wieso verliere ich im letzten Sektor jedes Mal 14? Wieder da. Jo. Das Rauschen hat sich gemeldet noch. Welche? Ja. Eine von denen. Wir nehmen die Änderungen vor, die du eingefordert hast. Was fährst du von Flügel? 3-1. Ja, ich hab 2-1. Nicht schon nicht so genau, keine Ahnung. Also mit den harten Reifen ist 3-1 optimal. Bin auch ein bisschen schwerer, aber wie gesagt, ich verliere Zeit. Und ja. Fällt mir auf der Geraden dann dadurch. Nicht schnell. 1-1 wäre mir fast lieber, du. Ja, verlierst du Zeit im zweiten Sektor. Ich probiere immer 3-1. Alles fertig, die sind bereit. Ach, ist das ein schönes Lenkrad. ein bisschen größer ist es. Aber ja, das habe ich mir auf den Bildern schon gedacht. Ah, okay. Und was aber richtig geil ist, sind diese Dioden oben, ne? Das ist so geil. Da kannst du direkt, die gehen richtig so bing, 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 wie du halt schalten musst, weißt du, oder müsstest. Auf der Strecke schalte ich nicht selber. Ja, passt das denn mit dem Spiel zusammen? Ja. Okay.
Also, hier geht noch was. Das macht übel Spaß. Ich hab auch gesehen, du hast Zeit liegen gelassen. Ja. Der langgezogene links. Wo du den Berg drauf fährst, direkt Anfang der Klasse. Ja, genau. War eine schöne Runde. Ja. Letzte Kurve ein bisschen weit raus, aber sonst war die top. In der hier lässt du hier lupfen oder bremst du und gibst du eher Gas? Lupfen. Mach schon. Die jetzt kommt ist oh scheiße. Die hier. Bremspunkt. Ja. Die lupfe ich auch jetzt so. Ja. Wie viel Sprit hast du drin? Bei alle. Kurve gerade ist auch eklig für mich. Die hier? Nee, die letzte. Die? Die Doppel-Link. Ach so, ne, die mag ich. Die ist geil. Ja, aber ich kann da nicht so rausbeschleunigen wie du, weil ich da keine Verkürzung habe. Ach so, okay. Das ist auch mein Problem aus der zweiten Kurve raus. Deswegen lupfe ich nur und da muss ich ganz vorsichtig Gas geben, damit das Heck nicht wegrutscht. Ich habe hier Mittel, ich habe nie ganz aus. Okay. Ganz an, männlich. Aber ABS habe ich an. Ja, das dann gewinnst du ja nichts durch. Oh, ich mag's halt. Du kannst ja mal drauf latschen, ohne dass du blockierst, weißt du? Mhm. So. Machen wir mal so. Fahr mal weich. Ja. Ich will dir mal zugucken. Also in 36.3 bin ich sehr glücklich, hätte ich nie gedacht. Bist du auf jeden Fall in Lobby 1 mit, könnt ihr jetzt schon sagen. Das reicht mir. Lobby 1 ist Fokus. Lobby 1 ist drin. Berge fährt ins 35,5. Das ist sogar, ich weiß sogar, wo der das holt. Also manche Stellen weiß ich. Zum Beispiel die langgezogene Linkskurve, wo es dann links-rechts reingeht. Da musst du viel mehr Eier haben, da musst du viel eher aufs Gas geben. Ich lasse da zu lange rollen, ich könnte viel eher aufs Gas geben. Da könnte ich auch noch was holen dort. Ich teste jetzt mal. Ja, ich guck dir mal zu. Oh, das Lenkrad ist Hammer. Hammer! Meinst du
Man sieht's dir beim Fahren schon. Ja, no. Das, da ist was Wahres dran. Da ist was dahinter, das sieht man. Also so, wenn das Auto so ruhig lenkt, das ist, macht Spaß dann. Ja, ich muss aber auch sagen, ich kenne die Strecke eigentlich ziemlich intensiv. Wie gesagt, zweimal 100% schon weg. Immer Testrennen komplett und immer richtiges Rennen drüben in der anderen Liga, weißt du? Merkt man. Gesehen, wie früh ich hochschalte? Ja. Die meine ich, weißt du, da musst du Eier haben. Kannst du viel Eier aufs Gas geben bei mir. Ja. Aber du schaltest schnell hoch. Ja. Dass die Traktion besser kommt, schon klar. Oh, die war gut. Krass. Du schaltest ja schon weit vorm optimalen Schaltpunkt, oder? Ja, natürlich. Wahnsinn. Das war jetzt dein Bremspunkt. Ja, die war gut. Alter, deine Schaltpunkte! Was zur Hölle! Krass. Extrem untertorisch, ne? Aber wenn es dir was bringt. Fahr doch Sprit. Oh, die Runde ist gut. Boah! Aber vom Fahrstil ähneln wir uns beide schon. Also das Einzige, was du halt machst, du schaltest. Also das ist ja bei mir nie. Oh. Die war jetzt besser. Das so musst du erwischen, genau so. Hier und bei der, weißt du, einfach nur kurz lüpfen, du kannst viel eher aufs Gas gehen. Das mache ich manchmal jetzt schon längst wieder Vollgas. Ja. Und das musst du halt erwischen. Da hole ich dann bestimmt auch noch 200-300 raus. Die ist aber auch gut. Die ist bald sogar noch besser. Oh, die ist schneller.
Nee, nicht ganz. Fast das identisch. So, ich fahr jetzt auch mal 3-1. Jetzt habe ich es. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Das liegt am Motor. Der ist zu heiß auf den zweiten und dritten Runden. Quatsch. Glaubst du das wirklich? Nee. Der ist jetzt gerade wieder auf Normaltemperatur. Ich beobachte das jetzt mal. Aber ich habe gerade gesehen, dass er gelb war auf der Geraden. Und dann bringt er es nicht mehr so viel Leistung. Die Temperatur, die macht so viel aus. Okay, jetzt habe ich mager dran. Das bringt es natürlich auch nicht. Mager kommst du richtig schön aus der Kurve raus, aus der langgezogenen rechts. Ach.
Kannst auch zurück in die Box gehen. Nicht ausgemacht. Dann Zeitenvergleich, der erste Sektor. Bin ich besser. Dritter Sektor bist du besser. Ja, ja, ich muss jetzt schon wieder telefonieren. Scheiße. Erstmal disqualifiziert. Nee. Ich muss nochmal telefonieren. Ja, ich muss nochmal schnell zum Pastor, eine Sekunde. So, wieder da. Jo. Soll ich eine neue aufmachen? Ne, wir können da weitermachen, ins Quali gehen. Achso, ja. Fett in wieder ins Spiel. André. Hi, wie geht's? Wie steht's? Für China und sonst. Hey. Parken an gefährlichem Ort. Standst du dich im Kies? Ich stand im Kies, ne? Interessiert den scheinbar nie. Es ist Samstagnachmittag hier in Shanghai und die Wagen kommen gleich für das Qualifying zum großen Preis von China auf die Strecke. Ja, wir können ruhig dann mal kurz Rennen antesten, also ich kann dann eh nicht mehr lange, weil meine 2L kommen dann auch gleich. Ja. Also ein halbes Stündchen knapp, hab ich bestimmt noch Zeit. Na jo, dann lass uns doch direkt ans Rennen springen. Ja. Ich hier mal eben meine Musik aus. Mich auch konzentrieren kann hier. So. Also, ob es nicht so viel Dünsche ist, ich streame noch. Für alle, an alle Hater, an alle Menschen, die uns verdächtigen, wir fahren transparent. Was? Boah, Idioten, ey, ist ja nicht zu fassen. Das ist wirklich neu. Stell dir vor, ich bin in Spanien, da habe ich ja drüben in der anderen Liga die Pole geschafft. Stell dir vor, ich fahre hier Pole. Ey, Juve cheatet auch jetzt, jetzt geht's los. Oh ja. Meine Fresse, ey. Wenn du mal auf einer Strecke gehst, vor allen Dingen mal leiser, habe ich wirklich gebüffelt, ey. Also hier ist Fokus Lobby 1 und Asch mal ankommen, weißt du? Ich habe jetzt insgesamt in 2 Rennen 6 Punkte, also... Pff.
Das ist Dünnschiss. So. Jetzt nochmal. Ah, warte mal. Ah ja, doch. Setup war richtig. Also ich bleibe erst noch bei der 1-1. Mal sehen, wie das geht. Ah jo. Dann mal los. Oh, jetzt Windschatten hier durch. Ei. Ups. Zieh da weg. Na, 1-1 halt. Oh. Ja, jetzt das große Frage. Bleibst du bei der Flügelgeschichte oder nie? Guck mal, wie ich wegfahre. Auf der Geraden, ja. Ja. Und da fahre ich normal. Fährst du fett? Ja, Quatsch. Standard. Aber guck mal, wie ich jetzt schon wieder dran bin. Ja. Boah, ich wollte ja eigentlich nur Angst. Ja, ja. Jetzt dranbleiben kannst, bist du wieder vorbei.
Hm. Also ist die Frage, seid ihr an einer Bühne geschickt? Aber loswerden würde ich auch nicht. Sektor 1 schneller, okay. Du. Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Super. Oh. Oh, Matt! Oh! Was? Total verbremst. Ah ja, deswegen bin ich dann außen geblieben. Ausscheren sehen, da bin ich gleich außen geblieben. Ja. Der Audi, der fährt gar keinen McLaren, der fährt einen Audi. Meine erste Schwierigkeiten, das merke ich. So. 1-1 gegen 3-1 mit DRS. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Er guckt dir das mal an, der Abstand bleibt gleich. Also ich bin schon am Limit, ne? So ist es nie. Ich finde aber auch keine Lücke, ey, das ist... Ai, ai, ai.
Die habe ich zu besser. Was war denn? Ich war bremst, aber du bist zum Ghost geworden, oder ich bin zum Ghost geworden, keine Ahnung, haben Glück gehabt. Okay. Zu weit. Na, hat mir nur nichts gebracht. War schlecht. Oh, komm schon. Oh, das gibt's ja nicht. Scheiß Dirty Air. Hier bin ich deutlich schneller. Ja. Ah, die hab's gut erwischt. Der schwenkt gelbe Flaggen, obwohl du nur in der Box bist. Keine Ahnung, ich bin glaube ich ein Stück zu weit raus. Boah.
Guten Tag. Servus. Servus. Wie geht's denn? Gut. Übt er gerade oder was? Wir geben's uns gerade richtig gut. Aber jetzt bin ich gespannt. Eine Runde mehr Soft oder nicht? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ina oder was? Ja. Gesehen im Rückspiegel. Ja. Jetzt wird's mal reichen. Boah. Und geht er innen rein! Weißt du? Was der ist? Scheiße. Abgekocht, sag ich dann nur. Aber super. Wir sind schneller als der Wagen vor dir. Deine Chance, ihn zu überholen, stehen am besten in Sektor 1.
Nein! Scheiß Dirty Air, ne? Oh, der ist immer noch nah dran. Yes? No. Okay. User joined your channel. Ah, Fahrfehler. Ja, aber mir auch. Ja, 3-1 ist besser. Besonders wenn es leichter wird, glaube ich. Jetzt fährst du allmählich davon. Aber der erste Satz, der hält so gut wie gar nicht, ne? Was? Der erste Reifensatz. Gar nicht. Nicht mal das Auto kann er kaputt machen. Wenn der Motor nicht hält, aber das Chassis, das hält beim Honda, ne? Ja.